Es ist echt so mega gut. Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel. Und zwar heute mal kein Minigame, was wir sonst mal haben, sondern ein Indie-Spiel, würde ich so nennen. Ich glaube schon, es ist ein Indie-Spiel und zwar spielen wir Simple Plains. Das Ganze habe ich bei Jelly gesehen, also das ist ein YouTuber, der macht öfter mal Top so und so funny Montages von GTA, von was weiß ich für Spielen, von Just Cause. Und der hat so eine Serie ebenfalls auf seinem Kanal. Sein Kanal ist, wenn ich dran denke, ich hoffe es, unten in der Beschreibung verlinkt und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Spiel. Vorab möchte ich ganz kurz sagen, ich habe das Spiel seit gestern, kenne mich noch nicht so gut mit den ganzen Techniken aus, wie man was fliegt. Man kann hier eigene Flugzeuge bauen, man kann welche downloaden. Es gibt tausende Flugzeuge in diesem Download-Webstore da. Die sind alle kostenlos, die kann man sich alle so runter downloaden. Das sind andere, die haben andere Spieler gemacht und die sehen teilweise echt geil aus. Und damit würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Spiel. So, allerdings werde ich jetzt in diesem Part noch kein richtiges Flugzeug selber bauen. Und zwar nur so ein paar andere Flugzeuge, die andere schon im Grunde perfektioniert haben, werde ich nochmal umbauen sozusagen, dass sie noch einen anderen Look bekommen. Und genau so war es bei diesem hier der Fall. Das war ursprünglich ein ganz normaler, ich weiß nicht, was ist das, Tanker, Tankjet, irgend sowas. Und da habe ich so ein paar Verbesserungen reingebaut, sag ich mal so. Und ja, ich habe hier so ein paar Verbesserungen eingeführt, zum Beispiel hier diesen Ventilator. Ach, Ventilator war ich schon, genau. Propeller, so. Es ist ein Propeller. Und dann hier noch tausende Engines hier, von wegen, weiß ich, damit der ordentlich Saft bekommt. Ich glaube, ich habe den letztes Mal auf 1500. Wir starten hier direkt mal auf so einer etwas anderen Start- und Landebahn. Eigentlich ist die nicht als Standard ausgewählt. Normalerweise hat man hier noch andere Locations, auf denen man starten und landen kann. Unter anderem gibt es hier auch Schiffe. Hier kann man alles bauen. Schiffe, Kanonen, was ihr euch noch ausdenken könnt. Und dieses hier ist eine Rennstrecke für Autos, die es auch in diesem Spiel gibt. Aber hauptsächlich soll es jetzt um das Fliegen gehen. Ich würde sagen, wir geben dem Ganzen mal 50% Saft. Ihr hört schon, das ist mehr als laut. Ich habe es für euch wahrscheinlich so ein bisschen runtergeregelt. So, Fahrwerk einmal einfahren. Und ihr seht schon, das ist, keine Ahnung, wir sind jetzt schon bei 500 Miles per Hour. Und das ist so mega laut. Ich gehe mal lieber etwas weiter weg. Jetzt sind wir auf 100% und jetzt sind wir schon auf 1000 Miles per Second. Das ist... Gut, das war jetzt nicht so praktisch, aber ihr seht, das ist mega gut. Ich habe die Grafik jetzt ganz hoch gestockt, also Dollar geht nicht und also rückwärts fahren können wir logischerweise nicht. Das hier flimmert so, weil ich da ein paar Komponenten abgebaut habe, um halt den Propeller da ordentlich ranzugehen, damit ranzukriegen, damit das auch gut aussieht. Ursprünglich hatte ich erst nur eine Reihe voller dieser Turbinen dran, aber jetzt habe ich halt komplett alle. Und ihr seht schon, wie schnell er hochgeht. Also es gibt noch wesentlich schnellere, kleinere und gelenkigere Flugzeuge, das ist klar. Aber das hier hat halt schon verdammt viel Power wegen diesem Neuentwurf. Und es macht einfach mega Spaß, das Spiel zu spielen. Also ich habe es wirklich erst seit gestern, kenne mich damit noch nicht so ganz gut aus. Da hinten ist eine Insel. Ich schätze, das ist die Insel, wo wir normalerweise starten, diese andere Location. So, habt ihr gerade gesehen, 1200 Miles per Hour. Nicht, dass wir uns hier zu doll drehen. Ich habe jetzt den Motor, alle Turbinen komplett ausgemacht. Okay, anscheinend. Also wir fallen gerade irre schnell. Nee. Hä? Da wird uns gerade angezeigt, dass wir sogar noch steigen. Jetzt fallen wir erst. So. Mal langsam wieder ein bisschen Power rein in das Ganze. Und jetzt fliegen wir zur Insel. Das Ganze ist ganz schön nebelig, aber wie gesagt, es ist alles hochgestockt komplett. Dollar geht die Grafik nicht. Oh Gott, der muss hochziehen. Zieh doch hoch. Der zieht einfach nicht hoch, ne? Jetzt ganz langsam zieht er hoch. Dauert aber sehr, sehr lange. Sieht aber auch heftig aus, das Teil, ne? Es ist so geil, das Spiel. Man kann einfach... Ich liebe diese Spiele, wo man komplett eigene Ideen reinbringen kann. Keine Ahnung, so richtig kreativ sein kann. Hier, mal eine andere Ansicht. Da kommen wir hergeschossen. Gott, oh Gott, wie... Oh nein! Zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch, zieh hoch! So, mal wieder normal. Wir fliegen gerade 2100 Miles per Second. Alter. Heftig. Warte. Oh! Oh shit! Wie er das gepackt hat! 2150 Miles per Second. Okay, Leute.
Ich würde sagen, wir crashen jetzt mal mit Absicht ins Wasser, weil ich euch ja auch noch ein paar mehr Flugzeuge zeigen möchte. Zack, und weg ist er. Exit. Und jetzt laden wir uns mal so ein paar Teile runter. Genau, noch eine wirklich mega coole Kreation, die ich neulich schon gesehen habe, ist dieses Schiff hier. Es sieht nicht wirklich aus wie ein Flugzeug, sondern wie irgendein abgespacedes Ding, was... Keine Ahnung, es könnte ein Boot sein oder so, aber kein Flugzeug. Und jetzt würde ich sagen, probieren wir das mal schnell aus. Guck mal auf die Miles per Second. Ist mega, oder? Wie schnittig das Teil ist. Es lässt sich wirklich mega gut lenken. Absolut nichts auszusetzen. Es sieht geil aus, es fliegt sich geil. Und es sieht so sexy aus einfach. Alter. Okay, wir fliegen jetzt nochmal zur Insel oder probieren da schneller hinzukommen. Natürlich könnte ich jetzt auch bei diesem, Flugzeug probieren, das ein bisschen oder noch ein bisschen mehr aufzupeppen durch irgendwelche total abgespaceden Turbinen, die ich daran klatsch. Aber ich finde, das ist nicht so der Sinn der Sache. Gerade bei solchen, ich nenne es jetzt mal Slim-Flugzeugen, wisst ihr, die so mega dünn sind und einfach nur da sind, um sexy auszusehen. Wir sind schnell wieder 1120 Miles per Second, also das Ding ist auch mega schnell. Und hier, da kommen wir. Alter, das ist echt mega cool, das Spiel. Das hier ist, könnte so eine Ansicht aus so einem Torpedo sein. Torpedo? Jonas, Torpedos werden in Schiffen benutzt. Was redest du? Nein, es sah aus wie so eine Drohne, die gleich irgendwas zerstört oder so. Die Physik von diesem Spiel, diese physikalische Darstellung macht nicht wirklich viel Sinn, aber es trägt halt einfach zu einem mega geilen Spielerlebnis bei. Egal, was man mit diesem Flugzeug macht, es steht einfach wie eine Eins in der Luft und das finde ich mega gut. Würde ich da jetzt irgendwelche Turbinen ranpacken, kann ich gleich natürlich auch nochmal tun. Miles per Hour. 1500, 1550, ich glaube, ja, schneller können wir nicht. 1550 ist Maximum bei dem Ding. Ich probiere mal zu landen, ich kann es probieren. Ich habe es bisher noch nicht geschafft, irgendwas zu landen. Obwohl, doch, ein paar Mal habe ich es geschafft, ein Billigflugzeug zu landen. So, probieren wir mal ein bisschen anzusteuern hier. Ich hoffe, es geht, es sieht extrem gut aus. Es könnte der beste Landeanflug der Welt werden. Ja, nein, wir haben einen Flügel verloren. Und jetzt wieder in die Luft. Kriegen wir das jetzt noch in die Luft? Wahrscheinlich nicht, aber wäre geil. Jetzt dieser Abhang hier. Es fliegt immer noch. Okay, nicht gut, aber es fliegt immer noch. Ich würde sagen, wir packen jetzt nochmal eine fette Turbine daran. Einfach, damit ich euch zeigen kann, wie man das Ganze aufstocken kann. Ich würde sagen, ganz vorne können wir mal so richtig random ein Blade, Propeller. So, jetzt habe ich's. Propeller aufschrauben. Vielleicht klappt das ja. Na, klappt nicht, weil das diese Spitze vorne nicht als richtiger Block gilt, meine ich. Es ist sehr ergonomisch gebaut. Das Ganze nachzubauen dürfte circa Jahre dauern. Genau, jetzt nochmal so eine richtig unnötig fette Turbine auf das Teil drauf. So, keine Ahnung. Ich starte jetzt einfach mal. Ich weiß nicht mal, ob es in die Luft gehen wird. Aber es ist auf jeden Fall schon mal um einiges schneller als vorher. Es geht in die Luft. Es geht immer noch perfekt. Ich habe es gestern einmal probiert, an einem riesigen Kriegsschiff, also an so einem richtig fetten Kreuzer, einfach ein paar Turbinen ranzupacken, hinten und vorne, dass es so im Gleichgewicht ist. Also ich hatte das ein paar Mal, dass der Druck von hinten quasi... Warte, ich mach mal eben so in der Art Autopilot, dass er halt oben bleibt. Ich hatte halt, dass er... Man muss immer gucken, wenn man hinten zu viel Energie raufpackt, ist logisch, dann... kippt er sozusagen nach vorne über und fährt ins Meer rein sozusagen. Das habe ich probiert zu verhindern und damit habe ich dann hinten und vorne Turbinen rangepackt. Das Ding hatte, glaube ich, 300 Miles per Hour drauf oder so, also richtig gut und dann mit so einem fetten Kriegsschiff. Ja, weiß nicht, ich finde das Spiel einfach mega gut. Einige würden sagen, es sei ein Billigspiel, andere würden sagen, es ist einfach nur dumme Physik, die da wirklich nur drauf gucken. Ich sage, es ist einfach nur Spielspaß. So, ist das Wasser schon da unten? Ja, ist es schon, wir sind gar nicht so hoch. Wir probieren jetzt mal so richtig kurz auf dem Wasser zu fliegen. Oh Gott, das war schon mega knapp. Jo, wie knapp wir sind! Wie knapp wir sind! Oh Gott, nein! Vor allem, wie schnell er dann auch wieder beschleunigt wegen der Turbine. Ich setze mal noch eine Turbine drauf. Mal gucken, was dann abgeht. Ich denke nicht, dass das funktionieren wird, weil jetzt wird er wahrscheinlich nach vorne hin einfach nach unten weggehen. Wir probieren es mal. Das Ding, wie schnell es allein anfährt. Anfährt, sei schon. Wie schnell es losgeht. Wir sind jetzt schon bei 600, 700, 800, 900. Alter, und es steht immer noch wie eine 1 in der Luft. Ich weiß nicht, wie man sowas hinkriegt. Irgend so eine ausgefeilte Alien-Technologie, keine Ahnung. So, jetzt nochmal diese Ansicht. 1300.
Miles per Hour. Das ist einfach so leise, dieses Geräusch mag ich auch total gerne. Wie ihr schon erkannt habt, wird diese Folge länger als andere Videos und das hier wird auf jeden Fall eine neue Serie, würde ich sagen. Ja, ihr seht schon, jetzt haben wir ein ganz klares Übergewicht vorne wegen der Turbine. Wenn ich jetzt hinten auch noch Gewicht ranpacken würde, würde das besser gehen. Zum Beispiel Treibstofftanks, die würden hier sogar Sinn machen, weil wir jetzt schon wieder bei 66% nur sind. Mit 1200 Miles per Hour landen. 1900. Oh mein Gott, sind wir schnell. Oh mein Gott, sind wir schnell. Oh. Keine Ahnung, ich mag das total. So, anstatt das Video jetzt zu beenden, wie es normalerweise der Fall wäre, weil ich schon mal 16 Minuten Ruderteil bin. Nein, wir machen. Wir machen weiter. So. Achso, wir haben auch die Enterprise übrigens. Bin ich auch schon geflogen. Vielleicht mache ich das in der folgenden Episode nochmal. Ich möchte jetzt nochmal ganz kurz einen ganz einfachen Jet. Oder nee, diese. So ein rotes Flugzeug, das habe ich schon mal getestet gestern. Das war mega schnell, super in der Luft zu halten und stand wieder eins. Also, keine Ahnung, es war schnell, es war gut, es war mein Flugzeug. Nee, es kann sein, dass wir in den folgenden Folgen nur mit der Webcam aufnehmen, also nicht die fette Kamera, die wir hier haben, sondern eine ganz einfache Webcam, weil ich länger als 15 Minuten aufnehme und länger als 15 Minuten Dateien kann meine Cam noch nicht aufnehmen. Also ich bin da zumindest noch dran, wie das geht. Ihr seht, wie das hier abgeht, das Flugzeug, ne? Ist echt total gut. Ich bin da zwar dran, das so einzustellen, dass ihr auch mit der Cam länger als 15 Minuten. Ich würde dann einfach in Zukunft die Webcam nehmen, da ich dann einfach länger aufnehmen kann. Wir sind jetzt schon wieder bei 800 Miles per Hour. 860, das ist, denke ich mal, das Höchste, was man erreichen kann. Es ist so gelenkig, ihr seht es allein schon. Also, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Es ist ein mega, mega gutes Flugzeug. Okay, und jetzt abwärts. Alle Maschinen aus. Jetzt fallen wir erst. Bis gerade eben sind wir noch gestiegen. 120 Miles per Hour. 140. Ich liebe diese Sounds einfach, ne? Geben wir mal ein bisschen Nachschub. Ja, wenn er jetzt runterkommt. Es ist echt so mega gut. Ich würde sagen, der Kleine verabschiedet sich jetzt. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.